Was ist eine prozessorientierte Organisation? Fragezeichen. Was ist eine prozessorientierte Organisation? Nun, das ist eine Organisation, die dominiert wird von den Abläufen. Also man kann sagen, Prozess im Sinne von Ablauf, nicht im Sinne von Gerichtsprozess, ja, im Sinne von Ablauf, Prozess dominiert Hierarchie. Das heißt, die Abläufe bestimmen die Organisation. Nicht mehr die Hierarchien. Das hat man viele, viele Jahre lang gemacht, dass man das Unternehmen nach Abteilungen organisiert hat und so weiter. Dann hat sich das aufgelöst über mehr und mehr Projektmanagement. Und mittlerweile in modernen Unternehmen ist man so weit, dass die Abläufe die Organisation bestimmen. Und zwar die Abläufe aus Kundensicht. Wie müssen wir uns organisieren, damit der Kunde schnell an sein Produkt kommt? Wie müssen wir uns organisieren, damit dem Kunden bei einem Problem mit dem Produkt schnell geholfen wird? Und so weiter. Das ist eine prozessorientierte Organisation. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem.